Ja, spielen jetzt keine Spielchen. Ahmad steht nur dahinter und runzelt die Stirn. Ja, sie gibt dir dann das eingeschlagene Schwert Yamish Aqwam in die Hand. Bitte Gut, schön, Herr irgendwelche Kapitän. Vorkommnisse? Nein, keine Vorkommnisse. Der Mannschaft geht's auch gut. Ja, alles gut. Typische Dämonenarche eben. Hast zumindest nicht versaut. Ich bin stolz auf dich. Wegtreten. Ich erzähl doch gerade. Du Dann guckst nehmen so ein Sie bisschen, mit. du guckst so ein bisschen zu den anderen beiden. Ja, Magister Kohlrab rollt so ein bisschen genervt mit den Augen. Xyleste schläft, also magischer Schlaf, das kannst du auch erkennen. Sie hängt wieder runter. Und Piranjane schaut so ein bisschen, ja, interessiert. Also der offensichtliche Gesprächspartner in diesem Gespräch ist dann eher Piranjane als Magister Kohlrab. Ich habe Ihnen Das ist gerade doch die gel. Geschichte erzählt von Ysilia. Musst du diese Geschichte denn jedem erzählen, den wir treffen? Naja gut, dann gehe ich jetzt wieder. Hallo. Und sie nickt einmal den ganzen anderen Leuten zu, insbesondere dann ja dem Neuzugang Kiaras, den sie einmal nett anlächelt, und den Rondrianer Achmod, und verschwindet. Meine Herren, das war meine Knappin. Entgegen aller Gerüchte beißt sie nicht. Nun, ich sehe, was ihr mit Disziplin meintet. Sie ist eure Knappin? Wider Willen. Wider euren Willen, oder? Eher wider ihren. Aber die Geschichte könnt ihr von ihr selbst erfahren. Nun, sie scheint gesprächig. Also gut, ich war selbstverständlich nicht Jaras. untätig, Herr Kapitän. Wir haben mittlerweile eine Lösung gefunden, wie man diese Schwester mit mittlerweile einer 83-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus diesem Baum herauslösen kann. Dazu bräuchte ich allerdings einen Anlauf in Richtung Festum. Dort würde es mir sicherlich gelingen, mit einigen Utensilien, die ich von dort aufbringen könnte. Und nun ja, dann ist allerdings immer noch das Problem, dass wir Xyleste das Schiff nicht alleine steuern lassen können. Aber es ist möglich. Bitteschön. Das ist sehr gut. Vielen Ich Dank. weiß, dass das sehr gut ist. Ihr sollt euer Gewicht in Gold wert, Magister Kohlrab. Auch das weiß ich. Allerdings bedeutet mir Gold sehr wenig. Also gut, ich vermute, ihr habt noch 2 Stunden, bis Xyleste wieder aufwacht. Ich lasse euch dann einmal allein. Ihr solltet allerdings trotzdem dieses Pentagramma nicht verwischen. So Und wie immer. passt mit dem Schwert auf. Und damit geht sie nach unten. Das Schwert wird dann mit leicht suspektem Blick auch an der Verdagas übergeben. Kapitän, wann soll es weitergehen? Denke, wir sollten unseren Neuzugängen, sagen wir, einige Stunden Zeit geben, um sich anzugewöhnen und ebenso eine Möglichkeit finden, das Schiff im Unterdeck zu positionieren. Ich nehme an, da werdet ihr einiges tun müssen. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, die Bordmagi meinte gerade Schwestern. Meinte sie damit? Hier, schaut euch den Stamm einmal an. Ich habe diese Wesen bereits gesehen. Nun, War die eine eine Dame, ja. hier, Piranjane, sie war einmal eine Geweihte der Tsar. Perainiane ist immer noch eine Geweihte der Pereine. Richtig, richtig. Und ich bin es immer noch. Auch wenn Was sie vor ich allem dem auch noch Ganzen nicht ist, mehr sie. nachgehen kann und meine Seele sehr gelitten hat. Was sie vor allem auch noch ist, ist die Tochter des Markgrafen zu Warunk. Er würde sich doch sehr freuen, sie eines Tages wohlbehalten wiederzusehen. Und die hier auf der anderen Seite, die hier gerade im magischen Schlaf ist, ist Xyleste, ihre verdorbene Schwester. Die beiden sind mit dem Schiff verwachsen und wir geben ihnen und sie dem Schiff Befehle. Und ihr seid euch ganz sicher, dass dies keine Täuschung des Ifrit-Nim ist. Und er geht mal näher an diese beiden ran und betrachtet sie sich genauer.
Ich halte meinen Abstand. Was wir sicher wissen ist, das Schwert kontrolliert das Schiff und wir haben das Schwert. Ja, du hast keine Angst. Wenn sie schläft, ist sie harmlos. Aber wenn sie wach ist, dann versucht sie euch Sachen einzuflüstern. Ach, nun, das ist weniger, wovon ich Angst habe. Eher, mit den beiden waren es nun 3 Personen, die ich gesehen habe, die auf diesem Schiff zu Bäumen werden. Nun, die beiden haben wir sofort gefunden. Ogdon ist eine andere Geschichte. Vor allem ist Ogdon nicht am Schiff festgewachsen. Stimmt, er wurde zu seiner eigenen Zimmerpflanze. Kapitän, ich gehe noch davon aus, das nächste Ziel ist Helmenport. Das nächste Ziel ist in der Tat Helmenport. Gut, ich werde noch einmal nach den jüngsten Verletzten schauen. Kiaras, Einstockwerk tiefer findet ihr Karten. Ihr könnt ja einmal über den Kurs schauen. Da werde ich eure Karten. Ah, gerne. Ich werfe noch einmal einen Blick auf den Baum. Dreh mich dann aber um. Kiaras, Ahmad. Ihr habt einige Stunden Zeit, euch frei auf dem Schiff einzuleben und mit der Mannschaft bekannt zu machen. Ich erwarte euch zu Sonnenuntergang in der Offizierskabine. Ich habe noch eine andere Frage. Im Offiziersraum. Was ist dieses Schwert? Es ist vor allem gefährlich. Es steuert das Schiff. Fragst du jetzt einfach, da ist noch da? Ja, also das wäre die Frage, die vor allem hier an den Steuermann gefragt worden wäre, da ihm das ja gerade übergegeben worden ist. Und schlägt das einmal auf, sodass du die schwarze Klinge mit dem Kraken als Parierscheibe siehst. Würfel mal eine Geschichtswissenprobe. Das habe ich gar nicht. Geschichte, na okay, dann sagen Kriegskunst. Ah doch, habe ich doch. Okay, ich wollte gerade sagen, als Thulamide sagt, dass wir es haben. Ah, komm, ich würfel die 15 mit meinem Schippi neu. Sehr guter Einsatz. Sehr schön. Ja. 3 Punkte. Das Schwert erinnert dich an sein Schwesterschwert. Du hast nur Gerüchte von diesem gehört. Und noch bevor Ephadaios dir dann gleich die Geschichte dazu erzählen kannst, rasen die Bilder in deinem Kopf von der 3. Dämonenschlacht durch deine Gedanken. Du bist wieder da, du stehst wieder auf dem Feld, hast gerade die Ogermauer passiert, die schwarz geworden ist und nach dir greift. Allerdings siehst du nicht das Schwert Yamsh Akvam vor dir, sondern das Schwesterschwert, geführt von Helme Harfax persönlich. Ja, dann sieht man, wie Ahmad weiß im Gesicht wird. Und dann das Schwert, also nachdem er sich fassen konnte, sich anschaut, Ephadaios, und meint, dieses Schwert, es muss vernichtet werden. Es ist gefährlich. Ich kenne dieses Schwert nicht, aber ich kenne das Schwesternschwert. Helma Harfax führte es. Adainak. Es muss vernichtet werden, genauso wie diese Arche. Und eines Tages wird der Moment gekommen sein. Bis dahin, gedenke ich, sie zum vollen Umfang auszunutzen. Deswegen, Kapitän, sollten wir der Arche nicht vielleicht Möglichkeit geben, Kräfte zu tanken, bevor wir unser Ziel ansteuern? Ahmad, Yamsh Akvam redet mit dir. Okay. Der flüstert. Der den Namen verrät. Dir verrät, wie und wann es geschmiedet worden ist. Von den schwarzen Zwergen auf Maraskan. Wie es von Borberat selbst in die Hände von Darion Palligan gelegt worden ist. Es ist definitiv ein sehr unheiliges Schwert. Wenn Hilal jetzt hier wäre, würdest du direkt nach deinem Schnaps fordern. Aber der ist nicht da. Hat sich wohl mit den anderen kurz vor der Besprechung hier ganz oben verabschiedet, ist dann in die Klaschembe gegangen. Ja, dann würde man merken, dass Ahmad jetzt auf die Knie fällt und anfängt zu beten. Meine Herrin, Rondra, dein Herz kennt kein Zagen, dein Mut keine Grenzen. Du bist gänzlich ohne Furcht und in allem voller Entschlossenheit. Du bist die Herrin der Kühnheit und der Quell allen Mutes. Lass mich sein wie du. Rüste mich aus mit Tapferkeit. Verleih mir ein festes Herz
und löwenden Mut. Und man merkt, dass er sich dabei ins Gesicht greift und scheinbar sowas, seine Schläfen massiert oder sowas. Der Mann scheint gerade einen Anfall oder sowas zu haben. Als du deine Augen wieder aufmachst, kannst du sehen, wie Xyleste durch ein Gebet erwacht ist. Wo bist, komm Krypte! Du bist verlassen! Ronra kann dich auf meinem Schiff nicht hören! Das sind keine Menschen. Das sind Dämonen. Und mit diesem Spruch würde dann Ahmad auch sein Langschwert ziehen. Wenn er versucht, in den Kreis zu schreiten, möchte ich ihn aufhalten. Ansonsten lass ihn. Ich würde ihm eine Hand auf die Schulter legen. Ich stehe wahrscheinlich noch neben ihm. Lasst gut sein. Wer weiß, was passiert, wenn ihr euer Schwert erhebt. Die Steuerfrauen, sie gehorchen dem Kapitän, einem Paktierer auf diesem Schiff. Oder demjenigen, der diese Klinge führt. Eine unheilige Klinge, wie er sagt. Gefährlich für jeden, der sie berührt. Nur wenige besitzen die Gabe oder den Schutz vor ihrem Einfluss. Wenn sie nur diesem Schwert gehorchen, dann können es keine Menschen sein. Sie müssen vernichtet werden. Und eines Tages werden sie das. Eines Tages. Aber nicht jetzt. Wollt ihr wirklich gegen den Boden kämpfen, auf dem ihr steht? Zur Not würde ich dies tun. Ahmad reckt sein Kinn Jester entgegen. Ich werde nie wieder hier hochkommen. Und mit den Worten steckt er sein Schwert weg und geht nach unten. Das Schiff funktioniert auch ohne dich. Bios behüte, hoffentlich hält er sich an sein Wort. Sagt, ich habe noch eine Frage. Ihr sagt, diese beiden Damen steuern dieses Schiff. Wie bewusst ist das Schiff an sich? Wenn ich Magistra Kohlraths Ausführungen richtig im Kopf habe, ist das Schiff halb Pflanze, halb Dämon oder so ähnlich. Und ohne die Steuerfrauen würde es vermutlich wie ein wildes Tier agieren. Doch, kann es seinen Willen durchsetzen? Wie bitte? Doch, kann das Schiff selbst seinen Willen durchsetzen? Bis jetzt sieht es nicht danach aus. Allerdings kann sie hier. Celeste wird ja nicht angestupst, dafür sind wir zu weit weg, aber in die Richtung gezeigt, durchaus ihren eigenen Willen durchsetzen, wenn man nicht aufpasst. Wo du es gerade sagst, tritt auch Ephedaos an sie heran, fasst auch direkt an das Holz oder an ihren Körper und flüstert ihr etwas zu. Unten liegt ein neues Schiff. Es soll nicht verschlungen werden. Wir werden es noch brauchen. Schaffe Raum, unten ein Dock, damit wir es mit uns führen können. Und wehe, du verschlingst es. Du würdest es bereuen, Celeste. Hörst du mich? Aber schon bald sollst du neues Futter bekommen. Also, gedulde dich noch ein wenig. Und während Ahmad gerade die Treppen nach unten steigt, hörst du es rumoren. Das Schiff wandelt sich, formt neue Gänge. Ja, Ahmad würde hinunterschreiten und rufen, Hilal! Hilal, wo bist du? Keine Antwort. Ja, dann würde er einfach weiter rumlaufen, bis er Hilal gefunden hat und die ganze Zeit nach ihm schreien. Hilal! Gassenwissen das Schwert umführen? Oh yeah, ich lerne die Arche kennen. Ja, gehst du auf Oberdeck und auf dem Oberdeck findest du dann eine ganze Menge an Söldnern, die hier wohl gerade trainieren, unter der Führung von einem Oberleutnant Tioma Dreisperger und Oberleutnant Drachhorst. Und ja, kannst du wohl auch sehen, wie da ja ziemlich soldatisch trainiert wird, sodass du so ein bisschen Hilal vergisst und
Ja, du brauchst zwar jetzt deine Flasche, damit du deine Sucht auch befriedigen kannst, damit du wieder ein bisschen runterkommst, damit deine Wahnvorstellungen kleiner werden, damit du die Dämonenschlacht wieder vergisst, aber naja gut, das muss auch helfen. Und dann stehst du wieder so ein bisschen versunken neben einem Steinaltar. Da ist doch wohl noch ein bisschen schwarzes Blut dran, verkrustet. Hier gab es wohl mal Opferaltäre, kannst du ja auch sehen, wie da Blutrinnen und sowas drin sind. Ein paar Äste, die auch schwarz und rot gefärbt sind. Die Skelette wurden mittlerweile entfernt, aber ja, du stellst dich dann eben an diesen einen abgebrochenen Ast heran und schaust dir dann die Soldaten an, während sie da trainieren. Dieses Opfer, der Opferaltar sieht wahrscheinlich nicht so aus, als wäre er sehr Rondra gefällig. Auf gar keinen Fall, nein. Du siehst auch Dachte wieder ich wohl, mir. die Blutlinien erinnert dich so ein bisschen an Kraken. Alles Krakenarme. klar. Ja, dann würde Ahmad sich jetzt tatsächlich einfach so sein Vakif nehmen und sich einmal tief in den Finger oder beziehungsweise in die Hand schneiden und so ein wenig runterkommen. Und dabei schwer atmen, die Augen schließen und sich danach ein wenig zu beruhigen scheint. Derweil die anderen oben. Nun gut, Kiaras. Nun, vielleicht ist es ganz gut, dass sie ihren eigenen Willen hat. Das bedeutet, sie ist noch Frau genug, um den Männern zu widersprechen. Möglich. Aber wo kann ich Quartier beziehen? Wie bitte? Wo kann ich Quartier beziehen? Ihr könnt euch eines der Franken, verzeiht, eines der freien Offiziersquartiere im Unterdeck im Oberdeck zuweisen lassen. Romilly wird euch da zur Seite stehen. Und dadurch, dass Fiona jetzt ja in Kunchung geblieben ist, wäre Fionas Kabine prinzipiell frei. Weiß nur gerade nicht, wo die war. Hier. Ja, ist ja auf dem Oberdeck. Ach Jetzt sollte so, ja dort einer. natürlich, und die Kabinen vom Weißen Magier, von der Inquisition sind natürlich auch frei. Er kann auch mal einziehen. Er wird sich freuen. Nun gut, wie gesagt, nehmt euch Zeit, lernt das Schiff und die Mannschaft kennen. Ich erwarte euch bei Sonnenuntergang für alle wichtigen Besprechungen im Versammlungsraum, zusammen mit den anderen Offizieren. Natürlich, Captain. Ich werde euer Angebot annehmen und natürlich die Karten mir immer anschauen. Die Gut. interessieren mich doch sehr. Die Karten Damit sind tödlich. von herausragender Qualität und verleihen einen Bonus auf Navigation von 7 Punkten. Ja, das ist von Kiaras so ein bisschen wirklich ein Hobby, mit Seekarten zu arbeiten. Er hat bis jetzt nur Seekarten vom Perlenmeer gesammelt und noch keine von hier oben. Das heißt, er wird damit schön beschäftigt sein. Ja, beziehungsweise das war ja auch mal Perlenmeer, aber bei euch ist mehr Perle und hier ist mehr Blut. Sorry. Ja, aber er hat halt von der Südsee, hat er Ja, viele Serien richtig. Also bekommen. es ist beides Perlenmeer, schon richtig. Nur dass niemand mehr dieses hier Perlenmeer nennt. Ja, okay. Es verbleiben Romilly, Jagold Riedkötter geht dann automatisch auch nach unten. Der hat da irgendwie Soldatendinge zu tun. Und dann stehen da noch Ephadaios und Jarlan. Habt ihr einen Kurs? Wo wollt ihr hin? Erstmal liegen bleiben, beziehungsweise Ephadaios. Die Arche, Romilly sagte bereits gerade, die Arche wird Kraft tanken müssen. Ich hatte gehofft, kein Schiff zu fressen. Können wir das hier im Flussdelta tun oder müssen wir raus auf die See? Wir benötigen Unwasser. Könnten Oder wir aufbrechen? die magische Kraft, die manchen von uns innewohnt. Ich möchte nicht, dass der geringen Kraft, die ich anbieten kann, gestellt sein wird. Ihre Exzellenz mag tot sein. Ich bin bereit, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Aber tut so etwas nicht nochmal. Denn sie hatte nicht Unrecht. Kraft ist Kraft, nicht wahr? Und wenn wir die Arche auch mit Sternenkraft speisen können, statt mit Unwasser, warum Ja, das wird nicht? töricht, dem Dämon noch mehr Magie Astralkraft zufließen. ist zwar besser als ein Blutopfer, aber nichtsdestotrotz, wie Alan schon sagte, ein Risiko für alle. Wissen wir, ob sie dadurch nicht Kontrolle über uns erlangen können? Weiß es nicht.
Und nach dem Erlebnis mit der Geistererscheinung. Jetzt ist es doch zu spät. Zu spät. Jetzt kannst du mir auch mehr geben. Wie auch immer, Romelli, lass das bitte. Schaue die Frau, schaue Xyliste an. Ein Wort werde ich nie. Gut. Evadaios sucht uns selbstständig einen Kurs, an dem wir neue Kraft tanken können. Hi, Kapitän. Ich werde auch nochmal den Bibliothekar Doschek aufsuchen. Er sollte uns verraten können, wie der Druck auf den Adern derzeit ist. Sehr wohl. Ich erwarte, dass wir nicht allzu weit laufen müssen. Ich denke, das bekommt ihr alleine gut hin. Okay, Etiketteprobe für Doschek, damit er es dir verrät und sie es erschwert, selbstverständlich um deine Vorurteile gegen Gelehrte. Hast du ja gesenkt, zum Glück. Hast du noch irgendwelche Vorteile gegen Doschek? Also irgendwelche Nachteile? Warte, ich schau eben nach. Vorurteile, keine Vorteile. Sehr neugierig. Nee, ja, würde ich nicht. Würde ich nicht. Nee, sonst nichts. Aber glaube, würde ich auch nicht triggern lassen. Nee, dann einfach Schwert um 3 Punkte, die Etikette. Zehn. Reicht nicht, ja. Muss die ganze Probe sein. Ja, warte, dann reicht irgendwo ein Chippy? Nee. Kann ich mit dem Chippy auch 2 Würfel nachwürfeln statt alle 3? Nein, 3 oder 1. Dann... Oder im Vorfeld dann 4 Punkte steigen. Aber, na gut, es ist halt kein Vorfeld. Ja, genau. Dann wiederhole ich die Probe nochmal mit meinem Chippy. Nope. Er weiß es nicht. Er ist gerade beschäftigt und kümmert sich wohl um das Sezieren des Krankenmolches. Da hat er sich wohl noch einen Tentakel abschneiden lassen und er weiß es gerade nicht. Sollte doch was anderes machen. Was sollte er da machen? Ja, sich um den Archen und die Archenadern kümmern. Ja, hat er alles irgendwo in seinen Notizbüchlein, kommt da aber gerade nicht ran und. Ach, ist das alles ärgerlich. Genau, ich würde den Verletzten auf der Krankenstation nochmal, wenn sie wach sind, unterbreiten, dass sie, dass wir sie nach Kunicho umschaffen könnten, wenn sie wollen, jetzt oder beim nächsten Anlauf. Dass du sie nach Kunicho nochmal bitte. Wir haben ja noch ein paar Verletzte, die Verletzten, die einfach nicht mehr kämpfen können auf der Krankenstation. Ja. Die werden, also du wirst ihnen sagen, nächstes Mal dann in Kuntium könnt ihr nach Hause. Das hat die Frage, ob wir sie jetzt halt auch in Beibooten mit ein paar ruderkräftigen Leuten auch jetzt übersetzen können. Das ist natürlich total unkomfortabel, aber. Nee, das werden die wohl nicht überleben. Also blutige See und Delta, also entweder Piraten oder irgendwelche anderen Schiffe. Also alleine kannst du die nicht losschicken. Okay, dann behalten. Rede ich ihnen noch zu und sage ihnen, wie die Lage ist. Gut, mit deinen Steuerkünsten, die anderen können dann sehen, wie sich das Schiff wieder enttarnt und auf den Spinnenbeinen in Richtung offene See marschiert. Und nach so ungefähr 30 Meilen, das ging dann relativ fix, wird die Arche wieder stehen bleiben und den Tankvorgang anfangen. Dadurch, dass die Verseuchungsstufe hier, kurz vor Kuntium, nicht so hoch ist. Ich muss gerade mal schauen, da haben wir eine Karte, richtig. Steuerung F. Wir sind gerade hier. Das hier ist alles Verseuchungsstufe 2. Hier ist Verseuchungsstufe 3. Das wisst ihr nicht, weil ihr da... Achso, doch, da habt ihr schon mal getankt, ne? An den Ausläufern, ja genau, da mal irgendwo da war es damals. Hier habt ihr auch schon getankt, das war an dem riesigen Kreisel, an dem Strudel. Und ich muss gerade gucken, hier oben hört dann die blutige See auf, das heißt, da habt ihr dann nichts mehr. Ich muss gerade mal nachschauen, wo und wie das alles abläuft. Und dann kann ich euch, während ihr weiterspielt, dann sagen, wie viele Würfel ihr dazu bekommt. Oh, wir haben ja Zeit. Ich möchte mal eine Knappe aufsuchen. Ja, B. Wenn sonst niemand was hat. Genau, B.
Dann habt ihr Pervertierung des Wassers. War jetzt das Delta auch schon verseucht? Das Delta selber nicht, nein. Okay, weil das gut. Wasser vom Delta ins Meer fließt. Ihr bekommt 1W20. 1W20 zum Tanken. Nice. Aktuelle Handlungspunkte verrate ich euch nicht, weil, ja, wenn ihr euch das selber nicht mitschreibt, dann... Oh, geil! Ja, das war jetzt vom 24... Nee, Moment, welchen Tag hatten wir heute? 26. Frühmorgens. Genau, 26 frühmorgens. Das heißt, am 27. frühmorgens besitzt ihr unbekannte Handlungspunkte plus 16. Das ist gut. Das ist komfortabel. Da kann man schon mal eine ganze Menge machen. In der Zeit, wie gesagt, könntet ihr verschiedene Dinge tun oder wir springen, aber es hieß ja schon einmal, du wolltest deine Knappen aufsuchen. Wir sollten abends auch noch irgendwie uns alle treffen. Richtig, Entschuldigung. Bin ich auch angesetzt. Mannschaft muss eingeschworen werden, hilft nichts. Gut, Knappen, wo finde ich sie denn? In eurem Quartier. Ja, ja, dann tritt dann ein. Schließt die Tür hinter sich, hängt den Hut irgendwo an den Haken. Ja, ich wollte gerade sagen, hängt das Schwert weg, aber er hat ja keins mehr. Ja, setzt sich dann erstmal auf den freien Schemel. So, Myria. Ja, Herr Kapitän? Wie fühlt man sich so als Captain? Amtierender, wie auch immer. Ja, war viel zu tun. Man musste die ganzen Söldner beaufsichtigen, dass die keinen Blödsinn machen. Und wir hatten einen Unfall in der Küche, da hat's gebrannt. Aber wir haben herausgefunden, dass Brände, also jetzt wo Ragnar nicht mehr da ist, das ist zumindest ganz schön schade, die Küche ohne seine Anweisung sind so ein bisschen verloren. Aber wie gesagt, es gab zwar so ein bisschen Rauch, den konnten wir dann ablassen, aber das Schiff fängt kein Feuer durch normales Feuer. Das ist gut. Und die Magierin sagte dann, ich habe mich ganz toll mit der unterhalten. Oh, war das toll. Jetzt musste sie mir auch zuhören und könnte nicht einfach weggehen. Zumindest sagte Magister Kohlrab, dass das mit magischem Feuer wohl nicht so ist, aber nur mit profanem Feuer. Das heißt, ich glaube, Wascher wollte das mal planen, ne? Mit diesem normalen alchemistischen Feuer. Und das hätte wohl überhaupt gar keinen Sinn und Zweck erfüllt. Also wir haben ganz viel herausgefunden. Ja. Das ist gut. Man scheint das ja gut gehandhabt zu haben, während ich weg war. Und vor allem während der Verdaios weg war. Ja, ich kann das schon ganz gut. Musst du auch gut können, denn eines Tages wird es deine einzige Aufgabe sein. Genauso wie es jetzt meine ist.